Servus Bayern-Fans und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, der Spielbesprechung des letzten Champions League Spieltags von Bayern gegen Dynamo Kiew und von dem Teaser für das Spiel Bayern gegen Bielefeld. Genau, das wären so ziemlich die beiden Punkte. Bayern hatte ja nur 2:1, relativ knappes Ergebnis gegen Dynamo Kiew gespielt, und warum das so knapp ausgefallen ist und was sich generell im Spielzug zugetragen hat, das klären wir jetzt gleich nach dem Intro. Oder kläre ich. Genau, da haben wir nämlich die Aufstellung des FC Bayern gegen Dynamo Kiew. So ist zumindest die Grundordnung gegen den Ball gewesen. Das wird später nochmal wichtig, dass eigentlich mit dem Ball was anderes die meistgewählte Formation der Bayern war. Und ich denke mal, ich fange an mit Manuel Neuer im Tor. Der hat ein, zwei sehr gute Paraden gehabt gegen Kiew, die auch tatsächlich nötig waren leider, weil wir sonst nicht gewonnen hätten. Hat aber auch den ein oder anderen sehr interessanten Moment dabei. Einmal trifft er den Ball nicht und hat Glück, dass der Ball nicht ins Tor geht, was ein Rückpass von Goretzka war. Er schlägt unter dem Ball durch und der Ball geht gerade noch so an Pfosten. Hat für diesen Ausrutscher übrigens auch einen Pfostenschuss in die Statistik bekommen. genau. War aber ansonsten wieder ein relativ gutes Spiel, hat aber, wie gesagt, ein, zwei Unsicherheiten gehabt. Auch wo der Ball von der Seite reinfliegt und Neuer ihn nicht ganz festhalten kann, sodass die Gegner nochmal eine Chance bekommen, den Ball querzulegen. Glücklicherweise haben beide Spieler, die da die Möglichkeit hätten, den Ball zu treffen, den Ball nicht getroffen. Ach genau, eine Sache wollte ich noch dazu sagen. Das ist in dem Fall jetzt nur meine Bewertung. Die anderen beiden konnten leider nicht schauen. Ich habe mich aber noch an der einen oder anderen Stelle beeinflussen lassen, sodass es, ja, sodass nicht alles nur meine Meinung ist. Dann gehen wir weiter in die Defensivreihe, die an sich unserer Meinung nach allesamt ihre Sache relativ gut gemacht haben. Pavard und Nianzou generell mit einigen sehr starken Bällen in die gegnerische Hälfte. Pavard im Übrigen auch wieder derjenige mit den meisten Ballkontakten und Pässen. Also schon sein zweites Spiel in Folge. Die Serie zieht sich fort. Gut, jetzt kann man zumindest mal anfangen von der Serie zu sprechen. Nianzou trotzdem mit der ein oder anderen Schwäche in Defensivarbeit, da wo ich jetzt nicht ganz so weit weiß, das hat nicht ganz so souverän ausgeschaut. Aber gut, muss er noch. Auf jeden Fall hat es jetzt auch nichts ausgemacht. Er ist ja immer noch erst 19. Und ja, fehlerfrei kann er da noch nicht ganz sein. Dann Hernandez, der Innenverteidiger Part Nummer 2, war deutlich mehr die defensivere Absicherung und hat es auch ziemlich gut gemacht. Ist dann, wäre wahrscheinlich auf dem Weg für mich schon wieder zum Man of the Match gewesen, ist dann aber nach 46, also nach einer Halbzeit im Prinzip runtergenommen worden. Für ihn ist dann Buna Sach gekommen, das thematisiere ich später nochmal. Genau, hat aber bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht und deswegen auch über Nianzou und Pavard, trotzdem er nur die Hälfte der Spielzeit gehabt hat. Dann links noch Davis, wird von einigen auch als Man of the Match gesehen. Ich bin da noch etwas anderer Meinung. Er hat eine 4,7, hat sehr viele gute Läufe gehabt wieder auf der linken Seite und auch offensiv gerne mal in die Mitte gezogen und hat versucht, sich da durchzukombinieren. Hat auch einen eher schwächeren Torschuss. Aber ansonsten offensiv trotzdem ein recht solides Spiel, ein ziemlich gutes Spiel sogar. Meine einzige Beschwerde ist halt, beim Gegentor waren zwei Kiewer auf seiner Position komplett frei. Auch ein Innenverteidiger hat da gefehlt, ob Hernandez oder Nianzou da jetzt hin hätte sollen, das weiß ich nicht. Davis hat auf jeden Fall gefehlt, somit hatten die beiden da viel zu viel Platz und denke ich mal, ist auch der Grund, warum das Tor schlussendlich so gefallen ist. Ansonsten aber defensiv auch wieder sehr stabil, nur halt in dieser einen Aktion hätte man da sein müssen als Linksverteidiger, meiner Meinung nach. Dann im Mittelfeld, mein persönlicher Man of the Match. Leon Goretzka hat gemeinsam mit Tolisso das Mittelfeld sehr stark bespielt. Also gut, die waren halt im Mittelfeld und haben da so ihr Ding gemacht, Spiel aufgebaut und so weiter. Gemeinsam mit den Verteidigern. Und
Goretzka hat zusätzlich defensiv einige sehr starke Aktionen, wo er zweimal den Ball im Strafraum noch weggrätscht von dem Gegenspieler. Eine dieser Aktionen führt dann zu dem Pfostentreffer von Manuel Neuer. Die andere Aktion hat er aber so auch ganz souverän nicht in Richtung Tor, meine ich, lenken können. Also sehr starke defensive Aktionen von ihm. Ohne ihn hätte Bayern das Spiel auch durchaus nicht nur unentschieden, sondern sogar verlieren können, wenn beide Chancen drin gewesen wären. Defensiv, deswegen gebe ich ihm hier noch den kleinen Pluspunkt für wirklich zwei sehr, sehr starke Aktionen. Tolisso hat sich mehr um die Offensive gekümmert, hatte da auch einen sehr interessanten Schuss, der vielleicht auch hineingehen hätte können, ist dann auch mit größter Not vom Torwart halt nach außen weggeschlagen worden. Na gut, rausgefischt worden. Ansonsten auch noch mit ein, zwei guten Flanken und einem sehr guten Pass auf Coman, der dann zum 2:0 geführt hat. Dementsprechend auch hier die Vorlage. Pavard habe ich hier den Punkt für die Vorlage gegeben, auch wenn er die nicht direkt gemacht hat, weil er einen Schuss aufs Tor abgibt, der aber von dem Verteidiger weggeblockt wird, sodass Lewandowski dann an den Ball kommt. Also im Prinzip eine indirekte Vorlage. Ich habe ihm trotzdem mal diesen einen Punkt gegeben. Dann kommen wir zur offensiven Dreierreihe. Sané hat mal wieder nicht wirklich überzeugt, leider. Jetzt schon nicht mehr ganz so auf hohem Niveau. Deswegen auch nur 6,5er Bewertung. Hatte trotzdem ein, zwei Aktionen, die leider zu nichts geführt haben. Einmal hätte er noch etwas gedankenschneller sein können. Wobei ich nicht weiß, ich habe selber noch nicht in diese Situation gesteckt. Und verloren haben wir jetzt wegen dieser vergebenen Torschüsse auch nicht. Deswegen trotzdem noch eine 6,5er Bewertung. Ansonsten aber sehr, sehr unauffällig. Ähnliches gilt auch für Müller, wobei ich bei ihm noch ein, zwei Szenen mehr gesehen habe, wenn auch nicht so gefährlich. Und zusätzlich hat er den Ball von Tolisso auf Coman. Ist er auf 1 Meter Höhe, der irgendwie hat er den Ball nochmal durch seine Beine gelassen. Also ist wirklich da gefühlt 1 Meter hochgesprungen, um noch über den Ball drüber zu kommen. Sodass Coman an den Ball kommt und ihn dann ziemlich gut reinmachen kann. Der auf, als nächstes auf der Liste steht. Hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, und hat sich eine 7,3 Bewertung verdient. Nicht nur wegen dem Tor, auch vorher waren schon ein, zwei gute Aktionen dabei. Kombinationstechnisch, aber auch mit gutem Auge für seine Mitspieler. Deswegen kriegt der von mir hier eine 7,3 Bewertung. Und im Sturm noch Lewandowski, der nicht wirklich auffällig war, hatte insgesamt zwei Torschüsse. Einer ging nur aufs Tor. Der zweite ging knapp am Tor vorbei, wobei das schon ein recht typisches Lewandowski-Tor gewesen hätte sein können. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Deswegen trotzdem mit seinem Tor, was ein wunderschönes Tor war. Ein Fallrückzieher aus ungefähr 15 Metern. Eine 7,0er Bewertung und damit bin ich eigentlich wieder zufrieden mit meinem Mittelstürmer. Hat jetzt kein übermäßig gutes Spiel gemacht, ähnlich wie andere Spieler auch, aber ein ganz okayes Spiel, was man im Prinzip von fast der gesamten Mannschaft, zumindest von der gesamten Startelf, sagen kann. Und die Startelf oder die erste Halbzeit war auch nicht wirklich das Problem. Das Problem war dann eher, dass Hernandez leicht angeschlagen war und dementsprechend da kein Risiko eingegangen werden wollte oder sollte. Der ist dementsprechend zur zweiten Halbzeit draußen geblieben. Und weil wir ja, wie gesagt, im letzten Teaser keine Endverteidiger mehr dabei hatten, ist dann die Formation geändert worden. Im Ballbesitz war diese nämlich ein 3-4-2-1. So ziemlich, wie ich sie schon das ein oder andere Mal in dem Teaser auch vorgestellt habe. Auch meine Formation, die ich dann später tippen werde, wird in dieser Formation geschrieben sein. Das heißt, mehr oder weniger Davis und Coman rücken ins Mittelfeld und Hernandez, Iansu und Pavard bilden die Dreier-Abwehrreihe. Sané rückt etwas ins Zentrum, Müller etwas nach außen. Das ist so im Prinzip die Aufstellung. Und in dem Fall war es jetzt so, da wir keinen weiteren Innenverteidiger mehr hatten, ist Hernandez ausgewechselt worden. Pavard und Iansu sind dann in die Innenverteidigerposition gewechselt und Buna Sarr ist aufs Feld gekommen. Und das war nicht wirklich gut. Ja, sehr schlechte Bewertung, 5,0. Ich habe jetzt einfach irgendeine etwas schlechtere Zahl genommen. Steht jetzt nicht wirklich. Steht im Prinzip dafür, dass das nichts war.
auf seiner Seite. Er sieht nach 6 Minuten, meine ich, gelb und kriegt im Verlauf des Spiels zumindest gefühlt fast rot, weil er an sich kaum, also er kann einfach das Verteidigen nicht wirklich so. Und wenn er dann in der Vierer Abwehrkette spielt, wo die anderen beiden ein Spieler spielt, der eigentlich Rechtsverteidiger spielt, die meiste Zeit bei Bayern und ein 19-Jähriger sind, dann ist das nicht ganz so gut, wenn man da noch einen Rechtsverteidiger hat, der nicht verteidigen kann. Zumindest nur über Faust, zumindest hat es so ausgesehen. Deswegen sagen nur eine 5,0er Bewertung. Auch das gesamte Spiel ist die gesamte, fast der gesamte Anlauf, den Kiew dann in der zweiten Hälfte hatte, den ganzen gesamten Ansturm über seine Seite gekommen. Und das ist natürlich nicht wirklich gut. Dementsprechend auch nur eine 5,0er Bewertung. Dann Marc Rocker ist reingekommen für Coman in der 68. Minute. Ein relativ wilder Wechsel, muss ich dazu sagen. Habe ihn ein bisschen komisch gefunden. Was danach für eine Formation gespielt worden ist, kann ich nicht ganz sagen, da Rocker meistens auf der linken Mittelfeldseite oder in der Zentrale aufgetaucht ist. Hat ein okayes Spiel gemacht. Er ist jetzt nicht wirklich aufgefallen, hat aber auch keine wirklichen Fehler gemacht. Was vielleicht etwas unglücklich ist, dass kurz nach seiner Einwechslung das Gegentor gefallen ist, hätte er vielleicht auch irgendwie was machen können, wobei er jetzt nicht direkt in der Nähe war. Ich weiß, wie gesagt, nicht, für welche Teile des Spiels er zuständig war. Goretzka und Nianzou und Davis waren dann noch die nächsten. Aber auch die waren alle zu weit weg. Über Davis habe ich schon geredet. Ja, ich kann jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Er war halt da und hat ein bisschen mitgespielt, gefühlt. Die anderen zwei, die reingekommen sind, Tillmann und Richards, sind dann relativ spät reingekommen. Deswegen habe ich sie auch nicht bewertet. Tillmann ist mir auch kein einziges Mal aufgefallen. Ich hätte theoretisch Richards schon fast eher bewerten können als Rocker, weil mir der deutlich mehr aufgefallen ist. Er ist dann reingekommen für Sané, hat aber dann gefühlte Rechtsverteidiger gespielt, sodass dann zwei nominelle Außenverteidiger auf der rechten Seite unterwegs waren. Wahrscheinlich zum Absichern, zum Sack unterstützen. Weiß ich nicht so ganz. Auf jeden Fall hat es dann zum Schluss noch funktioniert. Bayern haben das Ergebnis über die Zeit gebracht und damit ist der Gruppensieg sicher und auch das Weiterkommen in der Champions League. Das war aber schon letztes Mal sicher. Genau, das war's von der Spielerbewertung und dann gehen wir noch zu unseren Tipps für das letzte Spiel, für den letzten Spieltag und man sieht, das schaut nicht ganz so gut aus. Sehr viel Rot, ein bisschen Gelb. Alle drei haben richtige Tendenz bei Villarreal, Menu. Barca gegen Benfica war gar nichts, genauso wie bei Bern gegen Bergamo. Das sind ja tolle Namen, alles mit B. Dann schaut es hier nicht wirklich besser aus. Nur Rot und einmal ein gelber. 2 Punkte für Lennart bei Chelsea gegen Turin. Sevilla, Wolfsburg und Lille gegen Salzburg, überhaupt keine Punkte für irgendeinen von uns. Malmö gegen Zenit geht es genauso weiter. Beşiktaş gegen Ajax kriegen wir dann aber jeweils 2 Punkte, alle drei. Ich habe als Einziger auf ein Unentschieden getippt und kriege deswegen auch bei Inter gegen Donetsk überhaupt keine Punkte. Dann schaut es hier aber schon wieder besser aus. Zwei Spiele, bei denen wir jeweils 2 Punkte bekommen. Brügge gegen Leipzig. Niemand hatte so hoch getippt, denke ich mal. Oder natürlich hatte niemand so hoch getippt. Und City gegen PSG. Da hatten wir etwas zu hoch getippt. Und Lennart war dann bei Atletico gegen Milan der Einzige, der weiter in Milan belief. Und deswegen bekommt er Punkte und Emanuel und ich nicht. Liverpool gegen Porto ist auch Lennart wieder der Einzige, der zumindest die richtige Differenz hat. Ich und Emanuel bekommen dann die richtige Tendenz. Und dann haben wir noch Lissabon gegen Dortmund, wo Emanuel richtig auf Lissabon getippt hatte. Und Lennart und ich dementsprechend keine Punkte bekommen. Sheriff gegen Real war es dann aber Lennart, der dann auf ein Unentschieden getippt hatte und dementsprechend keine Punkte bekommt. Das macht dann in der Summe mit dem Bayern-Spiel, das tatsächlich Emanuel richtig getippt hat. Der einzige richtige Tipp des gesamten Spieltags von 48 Tipps. Keine so gute Ausbeute. Und Lennart und ich mit jeweils der richtigen Tendenz. Einen Ergebnisstand von mir 14 Punkten. Das war überhaupt nichts. Weniger Punkte als Spiele, das ist grottig. Lennart mit 20 Punkten, auch kein guter
Kein guter Spieltag, aber noch besser als ich und Emanuel mit 22 Punkten. Gefühlt ist das der niedrigste Gewinnwert, den wir bei einem Champions League Spieltag hatten. Ich kann mal kurz nachschauen. Ersten Spieltag, na gut, zweiter Spieltag war das Beste, 21 Punkte. Also gerade noch so mal noch die Kurve bekommen. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Spieltag komplett und wir gehen über zum Teaser. Für, wie gesagt, das Spiel Bayern gegen Arminia Bielefeld. Und da haben wir folgende Tipps. Stuttgart gegen Mainz. Emanuel und Lennart tippen auf einen Sieg für Stuttgart. Ich tippe auf einen Sieg für Mainz. Köln gegen Gladbach. Emanuel und ich tippen tatsächlich beide auf Köln. Lennart auf ein Unentschieden. Bei Hertha gegen Augsburg sind wir uns komplett uneinig. Ich tippe auf Hertha, Emanuel auf niemanden und Lennart auf Augsburg. Genauso ähnlich schaut es aus bei Wolfsburg gegen Dortmund. Emanuel und Lennart tippen auf Wolfsburg, ich auf Dortmund. Fürth gegen Hoffenheim. Ich tippe tatsächlich mal auf einen Sieg für Fürth. In der Vergangenheit hat sich es irgendwie so bewährt, dass Hoffenheim die Mannschaft ist, die gerne mal den Teams ganz unten ein paar Punkte schenkt. Ich denke mal, das könnten sie wieder tun gegen Fürth. Emanuel und Lennart gegen die sichere Route und tippen auf Hoffenheim. Bei Bochum gegen Freiburg haben wir ganz interessante Ergebnisse. 1 zu 0, 1 zu 1 und 0 zu 1. Zwar auch sehr schön angeordnet, ich als Unentschieden in der Mitte. Lennart tippt auf der rechten Seite auf Freiburg und Emanuel auf der linken Seite auf Bochum. Was ähnliches, aber nicht ganz gleiches, haben wir bei Frankfurt gegen Union. Emanuel und Lennart tippen auf Frankfurt, ich tippe auf ein Unentschieden. Und Leipzig gegen Leverkusen. Geht es für mich auch wieder unentschieden aus. Leipzig gewinnt bei Emanuel und Lennart das Spiel. Dann kommen wir noch zu den Aufstellungstipps und da sehen wir auch schon die Ausfälle. Deutlich weniger als beim letzten Mal. Stanisic und Süle sind von ihrer Corona-Erkrankung genesen. Dann Gnabry, Musiala und Cuisance sind, meine ich, wieder aus der Quarantäne zurück. Das heißt, die haben wir alle wieder zur Verfügung. Und dementsprechend tippt Emanuel trotzdem auf eine Formation von Spielern, die wahrscheinlich jetzt mehr im Mannschaftstraining dabei waren. Das heißt, Upamecano kehrt von seiner roten Karte aus der Champions League oder halt von seiner Gelbsperre aus der Champions League zurück. Ansonsten ist es komplett die gleiche Ausstellung wie beim letzten Mal. Auch ich habe die gleichen Spieler aufgestellt wie Emanuel, bloß halt in einer anderen Formation. Im Prinzip ist es aber trotzdem die gleiche Aufstellung. Das eine ist halt gegen, das andere ist halt mit dem Ball. Und Lennart hat dann noch als einzigen Unterschied zu uns beiden Richards statt Davis auf der Linksverteidigerposition stehen. Ansonsten ist es auch wieder die komplett gleiche Aufstellung wie ja, beim letzten Spiel. Und dann kommen wir noch zum Schluss zu unserem Tipp. Und der ist ziemlich einseitig. Wir tippen alle drei 3 zu 1 auf Bayern. Genau, das war's mit unserem Teaser oder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann checkt mal was aus, abonnieren und liken, wenn es euch gefallen hat. Genau. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Reinschauen und tschüss.